Gast. Ja, denn er hat sicherlich viel Interessantes zu erzählen, weil dieser Markt, dieser Mobility-Markt sich ja ständig verändert und ständig gibt es neue Innovationen. Und ja, er ist jetzt seit einem Jahr einer der beiden CEOs der Sixt AG. Und Sixt ist ja bekannt dafür, dass sie durchaus versuchen, immer am Puls der Zeit zu sein und eben auch diese Innovationen, die sich bieten, aufzugreifen, um ja, für den Kunden das Erlebnis immer weiter zu verbessern. Und ich bin sehr gespannt, was er berichtet. Herzlich willkommen, hier ist Alexander Sixt. Herzlich willkommen. Danke. Danke. Bitteschön. Wir haben gedacht, so dynamisch wie ihr unterwegs seid, dann nutzen wir hier auch die Barhocker und setzen uns nicht in die Sessel. Diesen Auftrittstunnel, durch den du gerade gekommen bist, den würden wir auch für Hauptversammlungen vermieten. Ah ja, ich schaue gerade auf den Screen, das ist wahnsinnig undankbar, neben dir auf so einem Stuhl zu sitzen. Also als Mann neben Kai Pflaume und der junge Mann ist ja noch 10 Jahre älter wie ich. Also naja, ich bin mir gerade ein bisschen schlecht vor, ehrlich gesagt. Ja? Lass uns nicht über solche äußerlichen Nebensächlichkeiten reden. Ja? Lass uns viel darüber reden. Ein Jahr im Amt und ihr habt ein absolutes Rekordquartal in der Firmengeschichte abgeschlossen. Wahnsinn. Ja? Was hat dazu alles beigetragen, dass es so gut gelaufen ist, wo andere ja vielleicht dann gerade nach der Pandemie noch mit Auswirkungen der Pandemie eher zu kämpfen haben? Ja, ist ganz gut gelaufen, kann man schon sagen. Ich verstehe das Co-CEO-Thema, ist immer wahnsinnig lustig. Es sind zwei Brüder, dann noch Co-CEOs und dann noch Familienunternehmen. Das ist irgendwie eine sehr absurde Kombination. Aber bei uns ist ja, ich kenne meinen Bruder seit 38 Jahren, haben zusammengelebt. Seit 15 Jahren sind wir dem Unternehmen. Und weißt du, es ist irgendwie bei uns mehr so eine Evolution, irgendwie anstatt dass es irgendwie eine große Revolution ist. Und ich glaube, der Churchill hat es ja irgendwie mal gesagt, man bewirbt sich ja nicht für ein Amt, sondern man bewirbt sich ja Dinge zu tun. Und 2021, das war schon wirklich massiv. Wir kamen so aus dem Corona-Jahr 2020, was ja so ein Erdbeben ist für die gesamte Reisebranche. Das Passagiervolumen ist um 90% zusammengekracht und haben es mit Ach und Krach, mit einer unfassbaren Teamleistung eben geschafft, da gerade mal so eine schwarze Null hinzubekommen. Und dann kam 2021 unser Beginn unserer CEO-Tätigkeit und dann ging es gleich los mit dem Lockdown. Das ist der dritte Lockdown gewesen und dann ging die ganze Nummer von vorne los. Und mussten eben Kapazität anpassen, der Nachfrage, aber sind dann auch gleichzeitig voll auf die Offensive gegangen, haben in den USA einen Wettbewerber gekauft, der uns Zugang zu den 10 größten Airports gegeben hat. Diese Airports machen ungefähr 4 Milliarden Marktvolumen aus. Das klingt so homöopathisch, aber das ist ungefähr 4-mal so groß wie Deutschland. Das hat sich im Nachhinein als, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung herausgestellt, weil wir jetzt dieses Jahr knapp 1 Milliarde Umsatz in den USA anpeilen. Über ein Drittel des Ergebnisses kommt aus den USA. Dann haben wir natürlich keine Nachfrage gehabt, dann haben wir ein Subscription-Produkt gelauncht, das ist Sixt Plus, sind da ein paar Wochen und Monaten schon auf 10.000 Verträge hochgeschossen, haben wir Van-and-Truck-Segment ausgebaut, also LKW, weil E-Commerce eben so geboomt hat. Und dann haben wir Ende 2021 unsere Kooperation mit Mobileye bekannt gegeben und bringen Ende des Jahres, was ich mega cool finde, selbstfahrende autonome Autos nach München als einer der ersten Anbieter der Welt. Pilotprojekt ist da gerade. Als Pilotprojekt, ja. Ich fange an mit Level 4 und wenn die Regulatorik und die Gesetzgebung mitspielt, schaffen wir dann im nächsten Jahr bis zu 250 Autos voll autonom in München durch die Gegend zu fahren, was ich irgendwie als kleinen Autohändler aus Pullach irgendwie ganz bemerkenswert finde. Und dann kam Chipkrise. Wir bauen ja so wenig Autos wie seit 32 Jahren nicht mehr. Und das ist natürlich für einen Automieter suboptimal, wenn keine Autos mehr gebraucht werden. Aber auch da haben wir unfassbares Teamwork gemacht und haben sie eben geschafft, dass wir unseren Fuhrparkbestand um 50% gesteigert haben, sind quasi auf dem Bestand von 2019. Da muss ich mal ganz kurz reingehen, weil wie ist euch das gelungen? Also auch im Vergleich zu den Mitbewerbern. Ne? Also das ist ja sehr auffällig gewesen, dass ihr gerade eben auch Volumina aufgebaut habt. Habt ihr einfach andere Zugänge? Habt ihr bessere Kontakte? Oder wodurch ist euch das gelungen, dass ihr dann doch mehr Autos zur Verfügung hattet am Ende als andere? Also erstmal, glaube ich, haben wir ein spektakuläres Team bei uns, die da jeden Tag kämpft. Und ich glaube, jeder im Senior Management ist eben dabei, täglich Autos einzukaufen. Aber in der Tat haben wir unsere strategische Kooperation mit den großen Herstellern haben ausgeweitet. Wir sind ja auch ein Distributions- und Marketingkanal für viele, viele Hersteller. Mhm. Dann haben wir Laufzeiten verlängert und ganz viele neue Anbieter eben ins Portfolio mit aufgenommen, sodass wir jetzt momentan so dastehen, dass wir fast so viele Autos haben wie 2019 und was auch sicherlich zu dem Rekordergebnis von 2021 beigetragen hat, wo wir das Ergebnis um knapp 50% gesteigert haben zu unserem Vor-Corona-Jahr von 2019.
Und ehrlich gesagt, hier sind ganz viele Kollegen auch von mir hier. Und mein aufrichtiger Dank an euch alle, das war ein mega Ritt mit euch. Ich bin dann wirklich sehr super, super dankbar, dass ihr mit uns das, den Weg gegangen habt. Ich bin sehr stolz auf einen Teil von euch zu sein. Was ja vielleicht auch auffällig ist, dass in eurem Angebot, in eurer Flotte deutlich mehr Premium-Fahrzeuge zu finden sind. Warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden? Ja, ich zitiere den Trump immer sehr ungern, aber am Ende des Tages, if you're not a brand, you're a commodity. Und natürlich ist Automietung ein sehr kommoditiertes Geschäft. Das heißt, Audi e-tron, mit dem ich gerade gefahren bin, ist wahrscheinlich der gleiche Audi e-tron, den du bei Europcar oder Hertz oder bei Six bekommst. Und wir müssen eben schauen, dass wir die Brand-Positionierung nach oben bekommen und eben schaffen, diesen einen Euro Preispunkt mehr zu realisieren wie der Wettbewerb. Und das ist, glaube ich, uns in den vergangenen Jahren ganz gut gelungen, eben lieber kleiner zu bleiben. Wir haben ja nur 12% Marktanteil insgesamt, aber haben in den letzten 10 Jahren 100% aller Gewinne in unserer Branche gemacht. Und das schaffen wir eben durch diese Premium-Positionierung. Und in der Tat ist der Fuhrpark zu 70% eben Premium-Autos. Und das verbindet uns eine ganz große strategische Partnerschaft mit den deutschen Premium-OEMs vor allen Dingen. Ich habe gerade bei der Ankündigung gesagt, ihr seid als Firma, steht ihr dafür, mit neuen Innovationen mitzugehen, euch immer weiterzuentwickeln. Was ist denn jetzt kurzfristig zu erwarten? Also es ist ja auf der einen Seite wahrscheinlich die App das zentrale Thema, ne? Alles wird immer digitaler. Was gibt es sonst noch? Was kommt noch? Ja, also Digitalisierung, das ist so Teil unserer Kern-DNA, muss man sagen. Nicht, weil wir es irgendwie wollen, sondern weil wir es müssen. Also als mein Vater angefangen hat, gab es halt wenig Standardsoftware für Probleme, die wir irgendwie lösen wollen. Und der hat irgendwie angefangen, schon Anfang der 80er Jahre COBOL-Routinen zu schreiben, Client-Server-Infrastrukturen aufzubauen. Und den Weg sind wir immer weitergegangen, weil eben Innovation auch wiederum zum Thema Premium-Positionierung passt. Wir waren der Erste, der irgendwie eine App draußen gebracht hat, schon 2007. Dann haben wir 2011 mit DriveNow irgendwie Carsharing miterfunden. 2013 haben wir Ride Business gemacht. 2017 haben wir komplett neue Software-Architektur gebaut. 2019 eben die App, 2021 Plus, 2022 jetzt Mobileye. Und ich glaube, dieses Digitalisierungsthema, das ist schon Teil unserer Kern-DNA. Und die One-App war sicherlich einer der ganz, ganz großen Schritte für uns, weil wir zum einen natürlich die Digitalisierung unseres eigenen Geschäftes machen, dass du eben nicht mehr zum Schalter gehen musst, sondern eben digital dein Auto mieten kannst. Die Verbindung aus Carsharing und Carrental war ganz entscheidend, aber auch, dass wir die Plattform geöffnet haben für 1500 Partner mittlerweile, die auf der Plattform sind, wo der Konsument eben nicht mehr über ein Login anlegen muss, wieder eine Payment Wallet anlegen muss, sondern eben über ein Login und eine Payment Wallet Zugang zu ja, knapp 300.000 Autos, 4 Millionen Fahrern, über 300.000 Mikromobilitätsanbietern. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und der ganz große nächste Schritt ist sicherlich jetzt, wir machen ein neues Website-Release jetzt im neuen Jahr und auch ein neues App-Release, wo wir haben gestern erst wieder Frames angeschaut, also es wird wirklich... Ich bin super begeistert, was da kommt. Okay, also es geht ja auch darum, die Kunden weiter zufriedenzustellen. Kurzer Einschub, nur weil du es ganz kurz gerade angesprochen hast, weil du gesagt hast, dein Vater, klar, wissen natürlich alle, hat die Firma gegründet, ist jetzt dann vor einem Jahr ausgeschieden aus dem operativen Geschäft. Dein Bruder Konstantin ist ja heute auch hier. Was war das vielleicht das Erste, was ihr beide in der ersten Woche, als ihr CEOs warst, Co-CEO warst, was war das Erste, was ihr verändert habt? Gab es irgendwas, wo wir gesagt haben, so, jetzt endlich, jetzt haben wir es in der Hand. Das hat uns immer genervt. Also es ist wirklich total... keine Ahnung, es kann ja auch irgendwas sein, was ihr aus der Firmenzentrale entfernt habt oder irgendwas, wo wir gesagt haben, nee, die Kommode, die muss raus. Nee, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich ja die 15 Jahre vorher was Dramatisches falsch gemacht. Also die meisten neuen CEOs tauschen gleich das Logo aus oder so als erstes mögliches Zeichen, dass irgendwas Neues ist. Das haben wir nicht gemacht, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, was mein Vater wahnsinnig dankbar bin, er hat uns ganz große Freiräume gelassen, unfassbar viel Freiheit gelassen, die Dinge zu probieren, die wir probieren wollen. Und auch in unseren jeweiligen Ressorts konnten wir da diese Freiheit voll ausleben. Das heißt, wir hatten überhaupt nicht den Drang, dass wir jetzt irgendwie da gegängelt wurden, jetzt malen wir die Farbe von Orange auf Grün, gefällt mir eh nicht so gut. Nein, warum auch? Ja, warum auch? So, jetzt kommen wir zurück zum Business. Du hast gerade gesagt, es geht natürlich am Ende auch um Elektrifizierung. Ne? Also das ist ja E-Mobility, das alles überstrahlende Thema. Wie sind eure Ziele? Also strebt ihr es überhaupt an, eine voll elektrische Flotte zu haben? Wie wird das dann mit eventueller Ladeinfrastruktur einhergehen? Was habt ihr da vor? Ja, also in der Tat, man muss ja beim Thema Elektromobilität ja immer zuerst fragen, welches Problem will man eigentlich lösen, ja? Und ich glaube, wenn wir zu einer nachhaltigen Mobilität kommen wollen, muss man das im Prinzip mit einem holistischen Konzept angehen, dass man sagt, man muss das eine, die vernetzte digitale Mobilität erleben, zum anderen muss man natürlich das Thema Elektromobilität nach vorne treiben, Ladesäuleninfrastruktur, aber auch das verantwortungsvolle, nachhaltige Unternehmertum eben nach vorne bringen. Denn wir als Six wollen ja irgendwie so unseren kleinen, bescheidenen Beitrag dazu leisten, eben diese nachhaltige Mobilität erlebbar zu machen, weil das Problem ist einfach riesig. Also wenn du dir mal Zahlen vorstellst,
Seit 2007 leben mehr Menschen in Metropolen wie in ländlichen Regionen. 86% der Weltbevölkerung wird bis 2025 in den größten Städten leben. 300 Millionen Menschen werden in den 10 größten Städten wohnen. Wir haben 1 Milliarde Autos. Seit 2007 hat jeder US-Bürger ein Auto. Seit 2011 hat jeder Chinese ein Auto und mehr Autos in China mittlerweile wie in den USA. Aber das ist ja irgendwie nur ein Teil des Problems. Das ist nämlich da, wo die Autos fahren. Die stehen übrigens knapp 7 Milliarden im Stau, was ich heute Morgen gelesen habe, was ich auch irgendwie Wahnsinn finde. Aber das größte Problem ist natürlich, dass die Autos ungenutzt auf der Straße rumstehen. Also quasi jeder 23 Stunden wird ein Auto geparkt, nur eine Stunde fährt es. Das ist eine Auslastung von 4%. Weil aber das Paradigma vom Autobesitz und das Paradigma der individuellen Mobilität einfach darauf basiert, dass wir eben unvernetzte Fahrzeuge und unvernetzte Menschen haben. Und ich glaube, das ist unser Anspruch als Mobilitätsanbieter, dass wir sagen, wir geben den Leuten Angebote anstatt Verbote. Wir wollen irgendwie, anstatt sie bevormunden, eben ihnen Freiheit geben. Und Freiheit über Auswahl, über unsere Produktpalette. Aber auch ganz klar beim Elektromobilität ein Commitment geben. Wir haben jetzt ungefähr 10-15% unserer Flotte voll elektrisch. Aber wir sehen auch, dass es natürlich immer noch Vorbehalte bei der Elektromobilität gibt, vor allem was das Thema Reichweite betrifft, Ladekapazität, Ladespeicher und so weiter. Wird es ein Thema sein, eine eigene Ladeinfrastruktur zu schaffen? Also eine eigene Ladeinfrastruktur auf unseren Properties und auf unseren Operations auf jeden Fall. Da haben wir beschlossen, über 50 Millionen Euro in die eigene Ladesäuleninfrastruktur zu bieten. Aber natürlich auch, und ich glaube, diesen konsequenten Weg, den wir mit One gegangen sind, fortzusetzen, eben sehr stark über Integrationen und Partnerschaften das Thema nach vorne zu bringen. Und ich glaube, mittelfristig sind wir als Automieter sicherlich ein Enabler für Elektromobilität, weil über 70% der Kunden basieren ihre Kaufentscheidung für ein Elektroauto eben auf Basis des Mietwagenerlebnisses. Das kennst du ja, jeder Autoverkäufer wird dir das sagen. Das beste Weg, ein Auto zu verkaufen, ist, jemand hinter Steuer zu setzen. Und das ist natürlich noch viel schöner, wenn du mit deiner Frau und deinen Kindern eben das Wochenende wegfahren kannst. Also im Grunde genommen machen Menschen dann bei euch ja auch Probefahrten. Ja, das ist unser Haupt. Wir sind ein gigantischer Marketingkanal natürlich für die Autohersteller, eben das Auto erlebbar zu machen. Also ich bin heute wieder in einem e-tron hier von Audi gefahren, fand es ein total geiles Auto, ja. Und ich glaube, genau das ist es ja, dass du am Ende des Tages das Auto erlebbar machst und spürbar machst. Und das ist auch unser Arbeitsauftrag. Und wir wollen da auf jeden Fall exakt mindestens die Entwicklung der Automobilhersteller mimicken, also quasi mindestens auf die erklärten Ziele der Autohersteller gehen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und so ein paar Wochen, glaube ich, werden wir gemeinsam auch unsere neue E-Strategie präsentieren, so ein paar Wochen. Was wäre aus deiner Sicht eine Lösung dafür, dass Menschen auf ihr eigenes Auto verzichten und auf eventuelle alternativen Mobilitätsangebote eingehen? Denn momentan ist ja das eigene Auto teilweise für den einen oder anderen sogar günstiger, weil subventioniert oder anders. Ich glaube, Flexibilität, Einfachheit und Preis ist entscheidend. Also wenn du dir vorstellst, ich habe das heute Morgen eben gelesen, dass laut ADAC kostet ein Kilometer in einem kleinen Wagen 27 Cent pro Kilometer. Das ist unfassbar teuer. Aber wir Menschen denken nicht darüber nach, wie teuer eigentlich Mobilität ist. Und ich glaube, wir als Mobilitätsanbieter, wir haben einen Arbeitsauftrag zu sagen, wir machen die Mobilität so billig wie möglich, wir machen sie so flexibel wie möglich und eben so vernetzbar wie möglich. Und ich glaube, da sind wir schon einen ganz, ganz entscheidenden Schritt gekommen. Und wir sehen auch, dass die Nähe zum Kunden so einer der Haupteinflussfaktoren ist, noch viel mehr wie Preis übrigens. Und deswegen bauen wir flächendeckend unser Netzwerk aus. Wir versuchen immer mehr Fahrzeuge zu bekommen, wo wir natürlich momentan ein kleines Constraint haben, was die Kapazität betrifft. Aber da kommen so viele neue Anbieter momentan in den Markt rein, dass wir auch bei dem Thema Fahrzeuglieferung ganz positive Signale sehen. Also Kundenzufriedenheit ist natürlich ein großes Thema, klar, aber natürlich auch die Nutzung der Angebote, das einfacher zu gestalten. Wenn ihr darauf schaut, wo ist da vielleicht noch Potenzial, es noch einfacher machen, es noch weiter zu verschlanken? Ja, da müssen wir uns selber an die eigene Nase treffen. Digitalisierung ist ja eben nicht nur eine App bauen und irgendwie, dass man so Demand-Supply-Matching bekommt, sondern es sind auch die internen Prozesse zum Beispiel. Wenn Sie momentan bei uns noch ein Auto mieten, sind Sie eben viel zu lange noch dabei, administrative Tätigkeiten zu machen. Und wir müssen eben diesen ganzen Onboarding-Prozess, den Vermietprozess als solches viel digitaler erlebbar machen, dass Sie im Prinzip über die App Ihr konkretes Auto auswählen können, Ihre Führerscheindaten, Ihre Login-Daten, Ihre Payment-Daten sind alle schon hinterlegt und Sie können am besten ins Parkhaus gehen und sich das Auto nehmen. Und das heißt nicht weniger Menschen übrigens, sondern ehrlich gesagt die Menschen entbinden von administrativen Tätigkeiten, die keinen Nutzen bringen, sondern eben diese Menschen einsetzen für Service und Servicequalität, weil am Ende des Tages müssen wir wiederum ja unsere Premium-Proposition erfüllen. Und ich glaube, da ist unser Auftrag, also das Leben auf jeden Fall einfacher zu machen. Wie viel davon gebt ihr aus der Hand, wenn ihr über sogenannte Super-Apps eben auch zu buchen seid? Weil dann habt ihr ja gar nicht mehr den direkten Zugriff auf den Kunden. Das machen wir sehr ungern. Wir sind ja einer der allerwenigen Anbieter, die uns keine Integrationen in große Meta-Searches haben. Also die Mietwagenpreisvergleicher, über 80% des Traffics kommt bei uns eben organisch. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und das liegt eben sehr stark wiederum, da wir eben eine Brand aufgebaut haben, den die Konsumenten vertrauen. Aber diese Brand braucht eben
konstant Liebe und Betreuung, ja, für die wir jeden Tag kämpfen und jeden Tag für das Vertrauen beim Konsumenten wieder bewerben. Jetzt haben wir heute auch schon ein bisschen was für alle, die heute Vormittag schon da waren, auch darüber gehört, was auch die Unterschiede in im Nutzungsverhalten zwischen Männern und Frauen sind, was digitale Angebote betrifft, was unterschiedliche Altersgruppen aber eben auch betrifft. Wie sieht das da bei euch aus? Kannst du da ein paar Zahlen sagen, wie das Verhältnis ungefähr ist? Also das ist sehr produktabhängig, aber im klassischen Mietwagenbereich sind wir leider noch viel zu männerlastig. Ich glaube, das ist ein Auftrag, wo wir auch in der Kommunikation arbeiten müssen, in der Produkterfahrung arbeiten müssen. Also das ist momentan über 60% der Kunden sind männlich und das Durchschnittsalter ist auch über 30. Im Sharing und in den ganzen Micro-Mobility-Angeboten sind wir vollkommen ausgewogen und sind aber bei der Zielgruppe zwischen 20 und 28. Also da sind wir deutlich jünger und deutlich investierter im klassischen Mietwagenbereich. Das liegt aber auch sehr stark an dem Corporate-Thema, weil wir eben sehr viele männliche Kunden haben, die eben auf Geschäftsreise sind. Ja. Verhältnis zwischen Geschäftskunden und Privatkunden ist wahrscheinlich das deutlich geschäftslastiger. Ne? Nee, das war, glaube ich, auch eine der wesentlichen Transformationen, die das Unternehmen durchgemacht hat. Also 2009, als mein Bruder und ich eben angefangen haben, hatten wir ungefähr 20% Retail, also Privatkunden und 80% Geschäftskunden. Jetzt sind wir bei 80% Privatkunden und 20% Retail und haben eben sehr starken Retail-Fokus gemacht. Und da ist sicherlich die Technologieinvestitionen in Website, Apps, aber auch in die Brand ganz, ganz entscheidend gewesen. Muss man sich denn bei der weiteren Digitalisierung irgendwann darauf einstellen, dass es den klassischen Sixt-Schalter an Flughäfen, an Bahnhöfen, wo auch immer Mobilität gesucht wird, nicht mehr gibt? Ich glaube, den wird es immer geben. Das ist ja auch ein Brand-Positionierungselement. Also wenn du aus dem Schalter rausläufst und ich habe neulich, gestern ehrlich gesagt, ein Gespräch mit einem Analysten geführt und er sagt, wenn du den Unterschied zwischen Europcar und Sixt verstehen willst oder irgendeinem anderen der Anbieter, dann musst du einfach nur auf den Schalter zu laufen und dann siehst du den Unterschied schon mal. Und ich glaube, das bleibt auch weiterhin ein Differenzierungsmerkmal für uns. Aber ich glaube, die Tätigkeiten werden sich verändern, dass wir mehr in die Beratung gehen, mehr in den Advice gehen, mehr in die Kommunikation gehen und wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, weniger administrative Tätigkeiten, weil ob der Herr Pflaume jetzt in Berlin oder in Potsdam wohnt, ist, glaube ich, nicht so entscheidend für das Kundenerlebnis. Ja, am Ende muss das Auto da sein und es muss funktionieren, exakt, alles und so, das ist das. Und der Prozess, genau wie du sagst, das Einchecken, Auschecken, das muss natürlich gut funktionieren. Ja, wenn wir jetzt mal so nach vorne schauen, die nächsten 1-2 Jahre, ja, was dürfen wir da, was erwarten wir da von euch? Also mir wäre es natürlich wahnsinnig lieb, wenn wir mal so ein Jahr mal in ruhiges Fahrwasser kommen, dass wir nicht von Krise zu Krise rutschen. Das ist jetzt als Co-CEO gemeinsam mit meinem Bruder meine 6. Krise, die ich mitmache innerhalb von einem Jahr. Nach der Corona-Krise, 2 Lockdowns, diesem furchtbaren Ukraine-Konflikt, Cyberattacken. Also irgendwie würde ich mir gerne haben, dass ich jetzt mal ein Jahr unsere strategische Roadmap durchziehen kann. Das wäre mir schon sehr, sehr gelungen. Und auch den Leuten bei uns im Team mal Zeit zum Durchschnaufen auch gebe. Weil auf der einen Seite sind all diese Krisen ein unfassbares Teamelement gewesen. Wir sind, glaube ich, näher zusammengerückt, als wir jemals gewesen sind. Und ich glaube, die Identifikation und dieser orange Teamgeist bei uns ist so ausgeprägt wie noch nie. Aber man merkt schon, dass wir den Leuten auch Ruhe geben müssen und ein bisschen Kontinuität. Also mein größter Wunsch, dass wir mal keine geopolitische Krise haben. Auch die IT-Abteilung würde sich mal für einen Moment Ruhe wünschen, oder? Ja, die ist ganz happy momentan. Also jetzt wieder? Ja. Also heute ist alles, wie man in Hamburg sagt, Suche. Ja. Wir haben ja gerade ein bisschen was gehört über die Situation als Co-CEOs. Wie muss man sich das vorstellen? Trefft ihr euch dann einmal in der Woche und sitzt an einem langen Tisch euch gegenüber und dann werden die ganz wichtigen Entscheidungen gefällt? Oder? Nee, ehrlich gesagt. Es ist ja offensichtlich 50-50, also es hat ja keiner dann die Mehrheit. Ja, also wir haben das ganz große Glück, dass das gesamte Führungsteam, mit dem wir arbeiten, ist ja nicht nur mein Bruder, die, sagen wir mal, Top 10 Führungskräfte, wir sind alle bei Sixt seit über 10 Jahren im Schnitt, ja. Das heißt, wir kennen uns aus der frühesten Jugend, das Durchschnittsalter ist 37 im Vorstand und Vorstand minus 1. Die Leute kommen bei der Betriebsfähigkeit über 14 Jahre, glaube ich, im Schnitt. Das heißt, wir kennen uns alle aus dem FF und momentan teilen wir uns auch alle ein Großraumbüro. Das heißt, mit meinem Bruder teile ich mir schon seit 10 Jahren einen Schreibtisch und ein Büro. Und das gesamte Führungsteam sitzt im Prinzip in einem großen Büro. Und das ist super von der Kommunikation. Und da gibt es nicht so ein Statusthema. Ich habe hier vor kurzem mal besucht. Muss sagen, es gibt mittlerweile nicht mehr so einen großen Unterschied, ob man jetzt zu euch ins Büro kommt oder ob man bei Google, Meta. Also ihr seid ja eigentlich ein Tech-Unternehmen. Ne? Beschäftigt wahnsinnig viele Menschen aus verschiedensten Ländern. Ja, das ist, glaube ich, einer der großen, vielleicht ein Proofpoint zur Transformation und Digitalisierung von Unternehmen. Also als ich, wie gesagt, 2009 angefangen habe, hatten wir 80 Leute in der Anwendungsentwicklung. Jetzt sind wir knapp 900, also knapp verneunfacht in den letzten 10 Jahren. In
4 Engineering Sites. Wir werden Ende des Jahres noch ein weiteres im Süden Europas aufbauen, wo ich vielleicht mal gerne im Sommer arbeiten würde. Also deswegen, ich glaube, Technologie wird weiter Dreh- und Angelpunkt sein, aber Technologie ist auch was Fragiles, wie wir momentan sehen können. Aber ich glaube, den Weg wollen wir auch konsequent weitergehen. Das ist auch ein Differenzierungsmerkmal wieder für unser Unternehmen. Was ist so das Hauptbenefit, warum sich Leute am Ende dafür entscheiden, für SIX zu arbeiten? Also es gibt ja wahrscheinlich Leute, die unterschiedlichste Möglichkeiten hätten, bei verschiedensten Firmen zu arbeiten. Was findet ihr vielleicht dann auch eine Weile, nachdem sie dann bei euch sind? Ich glaube, in der Tat kämpfen wir um das Vertrauen von ganz, ganz vielen Talenten da draußen. Und das ist nicht einfacher geworden, muss man sagen. Und ich glaube, bei uns, es gibt wenige Unternehmen, die eben den Spagat aus Freiheit und Verantwortung in dem Maß geben. Ich kann nur ein Beispiel nennen, unser CEO, der Nico Gabriel, ist unser wichtigster Kollege im Vorstand. Der hat als Trainee angefangen und wirklich in der Autowäsche und sich eben in den letzten 10 Jahren als Geschäftsführer dann von DriveNow das erfolgreich verkauft und jetzt eben in den Vorstand auch umgearbeitet. Und es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der so demutsvoll und liebevoll mit diesem Unternehmen umgeht. Und ich glaube, was SIX schon auszeichnet, dass wir eben dieser Führungsmannschaft schon einen ganz, ganz großen Willen haben zum einen, aber auch eine ganz große Leidenschaft für das Unternehmen. Das ist kein anonymer Haufen, in dem wir sind. Und ich glaube, für viele auch nicht ganz unwichtig, ihr habt eine ganz ordentliche Kantine. Wir haben eine super, wie man sieht, eine ganz ordentliche Kantine. Was meine ich? Zu einer ordentlichen Kantine gehört auch das Angebot von gesunden Sachen. Ne? Ja, absolut, absolut, absolut. So, ich kriege gerade von DJ Placebo so ein bisschen das Zeichen, dass wir am Ende unserer Zeit sind. Aber ich möchte natürlich unseren Gästen an der Bar die Chance geben, vielleicht Alexander Six noch was zu fragen, was euch auf der Seele brennt. Jan? Stefan Schnabel? Ich weiß nur, dass du das mit deinem Bruder besser hingekriegt hast als ich mit meinen. Das müssen wir nachher nochmal. Genau, da kommen wir nachher. Ne? Also die Helm AG ja auch, Familienunternehmen. Ja. Okay, und wenn wir das Mikrofon jetzt noch einmal kurz nach hinten reichen. Genau, ich wollte wissen, was für ein EV-Share plant ihr bis 2025? Also elektrische Autos. Mit wie vielen elektrischen Autos plant ihr in den jeweiligen Business Units? Also wir haben es ja gesagt, dass wir exakt Minimum die Kapazitäten der OEMs matchen, weil am Ende des Tages bin ich natürlich davon abhängig, wie viele EVs gebaut werden. Und wenn man so die großen Zahlen sich aussieht, geht ja, glaube ich, Volkswagen, Daimler, Audi, wenn ich jetzt nicht falsche Zahlen sage, so von 70% aus bis 2027, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Aber was wir auch sehen, und das ist schon wirklich spannend, dass mittlerweile in China knapp 25% aller Neuwagenzulassungen BEVs sind, ja. Und wenn man da sieht, was in der Autoproduktion in China sich tut und mit den ganzen Herstellern, die sich da tummeln, dann ist es nur eine Frage der mittelfristigen Komponente, wann die auch nach Europa kommen. Das heißt, es könnte auch eine Beschleuniger sein, wenn wir weitere Anbieter bekommen. Aber im Regelfall sind wir natürlich ganz, ganz enge strategische Partner mit europäischen OEMs und versuchen die Entwicklung hin in der BEV-Strategie auf jeden Fall mindestens gleichzuschalten. Dankeschön. Ja, vielen Dank dafür, Alexander. Es war sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Danke, Kai. Zeit vergeht viel zu schnell. Danke dir, mein Lieber. Vielen Dank, dass du da warst. Alexander Six, meine Damen und Herren. Vielen Dank.